Ich will Ihnen mal einen kurzen Eindruck geben, wie Meteorite aussehen, wenn wir sie aufschneiden, beziehungsweise teilweise auch ein bisschen von außen. Und ich fange hier mal mit den Chondriten an. Chondrite kommen von undifferenzierten Mutterkörpern, von primitiven Mutterkörpern. Das heißt, sie enthalten Komponenten, die sich in der protoplanetaren Scheibe gebildet haben und dann eben zu den Mutterkörpern akkretiert wurden. Schauen wir uns das mal an. Also in diesen gewöhnlichen Chondriten können wir sehr viele Punkte sehen, so ein bisschen hellere, dunkelgrauere Punkte. Und das sind im Grunde genommen fast alles Chondren. Denn gewöhnliche Chondrite bestehen zu bis zu 80 Volumenprozent aus Chondren. Das hier ist mal eine Großaufnahme von genau denselben Meteoriten. Wir sehen hier diese runden Dinger. Das hier sind alles Chondren oder diese größeren. Auch dieses Bruchstück da, das ist wahrscheinlich ein Bruchstück von einer Chondre. Also all diese runden Dinger, das sind alles diese Chondren. Zwischen diesen Chondren ist eine feinkörnige Matrix. Die ist hier natürlich ein bisschen schwieriger zu sehen, aber es geht auch mehr darum, wie das an sich aussieht. Dann gibt es natürlich noch seltenere Komponenten, die man hier jetzt nicht so häufig entdeckt. Wie gesagt, es geht darum, wie die typischerweise aussehen. Das sind noch zwei weitere Beispiele, wieder von gewöhnlichen Chondriten. Man kann auch hier sehen, dass eben dass man immer diese kleinen Punkte sieht, dass alles diese Chondren sind. Und wenn wir uns jetzt vielleicht einen kohligen Chondrit oder einen anderen Chondrit anschauen würden, die sehen im Grunde genommen alle mehr oder weniger gleich aus, nur dass vielleicht im einen mehr Matrix drin ist, im anderen mehr Chondren drin sind. Der einzige Unterschied kann mal sein, wenn die Meteorite selber natürlich noch einen höheren petrologischen Typ haben, verwittert sind und so weiter. Aber es geht nicht darum, all die Unterschiede zu zeigen, sondern wie es typischerweise aussieht. Das hier ist ein Eisenmeteorit und die haben oftmals an der Oberfläche, also wenn man von außen anguckt, haben diese Einbuchtung. Die werden auch Regmaglypten genannt und entstehen, wenn der Meteorit durch die Atmosphäre durchfliegt, dabei warm wird und die Atmosphäre praktisch mit so kleinen Wirbeln diese Eindrücke auf der Oberfläche hinterlässt. Das ist nochmal das Gleiche hier aus einem anderen Winkel. Wenn man dann die Eisenmeteorite aufschneidet, dann haben die oftmals, nicht immer, diese sehr ansprechende Textur. Die sieht man allerdings nicht sofort. Diese Textur stellen zwei unterschiedliche Eisenminerale dar. Kamazit, das ist ein nickelarmes Metall, und Tannit, ist nickelreiches Metall. Was man hier macht, ist, man poliert die Oberfläche des angeschnittenen Meteoriten und ätzt sie dann leicht an, vielleicht mit Salpetersäure oder sowas. Und jetzt sind die unterschiedlichen Eisenminerale unterschiedlich widerstandsfähig gegenüber der Säure, und dadurch wird dann diese Struktur erkennbar, also diese Verwachsung von Kamazit und Tannit hier. Es gibt auch manchmal so diese, da oben diese kleinen runden Anschlüsse, die sind dann meist Sulfide. Es muss aber nicht immer so aussehen, also Eisenmeteorite können auch mal diese Struktur hier haben. Das sind dann, vielleicht kommt aus anderen Abkühlgeschwindigkeiten oder solche Gründe. Das ist ein Palasit, kommt auch von einem undifferenzierten Körper wie die Eisenmeteorite, repräsentieren aber nicht den Kern, sondern die Übergangsphase zwischen Kern und Mantel, also da, wo sich vielleicht Metall und Silikatmaterial mischt. Und das Grüne hier, all die grünen Punkte, sind alles in der Regel Olivine. Und das Glänzende ist dann das Metall. Also da sieht man diese Mischung. Und diese Palasite, die werden oftmals, sind die ästhetisch sehr schön, wenn man da dünne Scheiben macht, die entsprechend beleuchtet. Durch die grüne Olivine durch sieht es dann sehr nett aus. Das ist ein Eukrit, der kommt wahrscheinlich von dem Asteroiden Vesta, Mantelmaterial. Also wenn man sich das hier alles dann im Detail anschaut, dann hat man eher eine magmatische Struktur, also diese ganzen Chondren und so weiter sind hier natürlich alle weg. Aubrit, der hat jetzt hier mehr eine klassische Struktur, ist aber auch eigentlich ein Mantelgestein eines differenzierten Asteroiden. Wenn man es auch hier, wie gesagt, im Detail guckt, wird man es wieder sehen, aber ganz klar keine Chondren mehr oder sonst irgendwas. Dann kann man auch zum größten Meteoriten der Welt hinfahren. Der befindet sich in Namibia und da gibt es dann sogar Straßenschilder dorthin und ein paar lustige Eingangsschilder zu dem Ganzen. Und das ist der Hopa-Meteorit, das ist auch ein Eisenmeteorit. Der wiegt über 60 Tonnen und man kann den nicht so richtig bewegen. Jetzt hat man das Amphitheater drumherum gebaut und dann kann man sich das dann in Ruhe anschauen. So sieht er aus. Wenn man hier auch noch einen Größenmaßstab braucht, ist das einmal da gezeigt. Dann haben wir auch noch Meteorite vom Mond. Das ist hier einmal gezeigt. Das ist natürlich von differenzierten Mutterkörpern auch, das ist klar. Das hier ist jetzt eine Brekzie, die eher aus dem Hochland kommt. Und dann gibt es auch noch Meteorite vom Mars, einmal von außen und von innen. Der hat natürlich auch eine magmatische Struktur hier. Das ist klar, ist ja auch ein differenzierter Mutterkörper und das ist Mantelgestein oder Krustengestein.
Dann gibt es aber auch schließlich noch Meteorite auf anderen Planeten, und zwar hier im Falle vom Mars ist auch ein Eismeteorit, der auf dem Mars liegt. Und das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, da war die NASA ist hingeflogen und mit den Rovern auf dem Mars rumgefahren, da war die Mission mehr oder weniger zu Ende. Dann haben die Techniker gesagt, können wir vielleicht mal zum Hitzeschild fahren von der Kapsel und mal angucken, wie das aussieht nach dem Atmosphäreneintritt auf dem Mars. Dann hat man gesagt, gut, fahren wir da hin. Und lag tatsächlich neben diesem Hitzeschild dann dieser Meteorit, deshalb heißt auch Heat Shield Rock. Und es war der erste Meteorit, den man praktisch auf dem Mars gefunden hat. Wie gesagt, ein Eisenmeteorit. Mittlerweile hat man noch ein paar mehr gefunden, aber es ist auch klar, dass natürlich das hier Meteorite nicht irgendwie einzigartig für die Erde sind. Sieht man auf anderen Planeten auch die ganzen Einschläge. Also das ist, wie gesagt, ein kurzer Überblick, wie die Meteorite in ungefähr unterschiedlich aussehen, wenn man sie einmal aufschneidet.